Von Ingo Schiel abgemahnt und angezählt, kaum ein Tatortkommissar ist so reif für die Insel wie Axel Milbergs Borowski, als es ihn auf ein Eiland verschlägt. Wird es jedoch nichts mit der Ruhe der Kieler, bekommt es mit einer Sirene namens Famke Öjen zu tun und leise blähten sich die Segel. Und leise schwamm das Schiff, man hörte das Wasser vorn am Kiel glucksen, eine Möwe schwebte über dem Wasser dicht an uns vorüber, ich sah, wie ihre gelben Augen in die Tiefe bohrten, Apos Rungholt, Apos, rief der Schiffer, Apos Rungholt, Apos, eine Halligfahrt. Theodor Storm, vor hunderten von Jahren, so die norddeutsche Sage, ist die Insel Rungholt, nordwestlich von Husum, im Meer versunken, die Rungholter. Sie sollen sich gotteslästerlich verhalten haben, so haben die Bauern ein Schwein mit Alkohol abgefüllt. Einer der Priester hat dieser armen Sau dann die letzte Ölung geben müssen, Gott fand das gar nicht witzig und ließ Rungholt untergehen. Überrollt von einer mächtigen Sturmflut, bei der alle Bewohner, Mensch und Tier, ums Leben kamen, Borowskis Rungholt nun heißt Sunholt, Zahn von Sünde, holt wie Gehölz, und dort, auf dieser ebenfalls winzigen Insel, geht es mindestens genauso merkwürdig zu, ein gewisser Oliver Täuber Beat Marty ist ums Leben gekommen, als seine geliebte Famke Öjen Christiane Paul vom morgendlichen Bad in den Fluten mit Brötchen unterm Arm ins gemeinsame Gemach zurückkehrt, findet sie Täuber tot in der Badewanne, der war einst die Schlüsselfigur in einem Kieler Korruptionsskandal und schließlich spurlos verschwunden, auf Sunholt hatte er sich ein neues Leben eingerichtet. So lernt der Zuschauer, und unter den Augen der miesepetrigen Inselbewohner und Bewohnerinnen, eine Amour-Fou mit jener verhuschten Schönheit begonnen, die schon so einigen Sunholtern zuvor den Kopf verdreht hat, mitten hinein in ein sagenähnliches Mysterium. Einen postmodernen Inseltrip, Marke Theodor Storm. Verschlägt es Borowski Axel Milberg im Land zwischen den Meeren, am Inselstrand begegnet er einem Schwein in Menschengestalt. Am Himmel türmen sich dazu apokalyptische Wolkenberge auf. Jeden Moment scheint der Kommissar hinauf in die Windhose gezogen zu werden. Droht die Insel unter Blitz und Donner im Meer zu versinken, dabei hatte sich der Kieler so sehr auf ein wenig Ruhe gefreut. Riskiert Regisseur Sven Bose hier einiges, die Traumsequenzen als dröhnender Gezeitenkitsch. Die überzeichneten Charaktere der Sunholter. Dazu Milberg selbst, auch nach Jahren mit Psychologin Frieda Jung, Maren Eggert und Sarah Brandt im gegengeschlechtlichen Miteinander keinen Schritt weiter, der nichts Besseres zu tun hat, als mit der Hauptverdächtigen unter die Decke zu schlüpfen, dass dieser Grenzgang dennoch funktioniert. Ist Boses konsequenter Inszenierung zu verdanken, sein Timing zwischen Tagtraum und Alfhuhn. Zwischen Soap und Sage stimmt. Die Bilder von Michael Schreitel sind naturalistisch weit. Jessica de Ruisco ist wunderbar dark und Christiane Paul, fragil und einnehmend, sind ihm die Bewohner, die gottestreuen Geiferer ebenso wie die maulfaulen Kneipengäste. In ihrer Verschrobenheit doch nicht unähnlich, als hätte David Lynch einen Spot für Flensburger Pilz gedreht, kaut sich kontemplativ und, Stichwort Rache der Schweine, zuweilen auch ziemlich ekelhaft, Quelle ntv.de.